Hi, hier ist Christian und im heutigen Video möchte ich mit euch über das Huawei P30 Pro sprechen. Ich hatte bereits die Möglichkeit, rund 2 Stunden mit dem neuen Smartphone herumzuspielen, möchte euch in diesem Video aber weniger mit den technischen Daten vollbomben, sondern vielmehr auf die neu entwickelte Kamera eingehen. Und eins kann ich euch bereits an dieser Stelle versprechen, sie wird wieder zu den Top, wenn nicht sogar die beste Smartphone-Kamera aus dem Jahre 2019 werden. Nun aber viel Spaß! Die P-Serie steht bei Huawei vor allem für 2 Dinge, Design und Kamera, womit klar sein dürfte, dass auch bei der neuesten Generation genau hier die Stärken liegen. Von daher möchte ich auch nur ganz kurz auf die technischen Daten eingehen. Als CPU kommt der aus dem Mate 20 Pro bekannte Kirin 980 zum Einsatz. 8 GB RAM, ab 128 GB interner Speicher, Bluetooth 5, Wi-Fi AC, NFC und ein nach IP68 zertifiziertes Gehäuse. Eine Erweiterung des Speichers ist auch hier via NanoSD vorgesehen. Verfügbar wird es in 5 Farben sein, zumindest theoretisch, denn Pearl White wird vorerst nicht nach Deutschland kommen. Dafür können wir uns aber auf Schwarz, Amber Sunrise, Aurora und Breathy Crystal freuen, wobei mir persönlich Amber Sunrise am besten gefallen hat. Schade finde ich allerdings 2 Dinge. Zum einen gibt es nur einen Monolautsprecher, zum anderen liegt die Auflösung lediglich bei 2340x1080 Pixel bei einer Displaydiagonalen von 6,47 Zoll. Auch wenn die Pixeldichte bei immer noch guten 400 ppi liegt, erwartet man als Kunde doch etwas mehr bei diesem Preis. Überraschenderweise konnte mich jedoch der Lautsprecher überzeugen, der einen qualitativ hochwertigen und vor allem lauten Sound wiedergeben konnte. Auf Seiten des Akku bekommt der Kunde 4200 mAh geboten, dazu 40 Watt Schnellladen, 15 Watt Wireless und Reverse Charging, sodass auch andere Produkte durch das P30 Pro geladen werden können. Laut Huawei soll er dabei noch ausdauernder sein als im Mate 20 Pro. Auf den Vorserienmodellen lief bereits Android 9 mit Emotion UI 9.1, die gegenüber Version 9.0 kleine optische Änderungen mit sich bringt. Wie auch schon beim Mate 20 Pro sitzt der optische Fingerabdrucksensor im Display, der in diesem Fall aber nochmals überarbeitet wurde und deutlich schneller war. Eine Gesichtsentsperrung ist natürlich auch vorhanden, hier allerdings nur über die Frontkamera und ohne einen sicheren 3D- oder Infrarotsensor. Um auf die Kameras zu kommen, muss ich etwas weiter ausholen. Auch wenn auf den ersten Blick eine große Ähnlichkeit zum Mate besteht, so wurde die Kamera komplett überarbeitet, mit neuen Sensoren, ISP, DSP und Software. So gibt es gleich 4 Kameras. Ein 40-Megapixel-Sensor mit Weitwinkel, ein 8-Megapixel-Sensor mit 5-fach optischem Zoom und eine 20-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera mit 120-Grad-Objektiv. Beim 4. Sensor handelt es sich um ein TOF, ausgesprochen Time of Flight, der vor allem für die Entfernungsmessung und damit auch für verbesserte Porträtmodi verwendet wird. Der optisch stabilisierte Super Spectrum Sensor mit 40 Megapixel Auflösung besitzt keine RGB-Matrix mehr, sondern ersetzt grün durch gelb. Dadurch kann Huawei mehr Licht auf den Sensor holen, damit eine bessere Lowlight-Performance garantieren und bis zu 409.000 ISO gehen. Da, wo ursprünglich grün sein sollte, müssen nun Software und die restlichen Hardware-Komponenten die Grundfarbe ergänzen. Auf ersten Bildern war es wirklich erstaunlich, was diese Kamera selbst bei wenig Restlicht noch aus dem Bild holen konnte. Somit verspricht auch das neueste P-Modell wieder hervorragende Lowlight-Eigenschaften. Ebenfalls optisch stabilisiert ist der 8-Megapixel-Sensor, der bis zu 5-fach optisch, 10-fach hybrid und 50-fach digital das Objekt eurer Begierde vor die Linse zerrt. Da selbst ein 5-fach optischer Zoom einen großen Aufbau in der Tiefe benötigt, wurde hier auf ein Periscope-Prisma zurückgegriffen. Dabei befindet sich der eigentliche Sensor mittig der Rückseite. Über den Ausschnitt, den ihr wahrnehmen könnt, wird lediglich das Licht durch das Prisma und mehreren Linsen auf den Sensor umgelegt. Als drittes im Bunde gibt es die 120 Grad Ultra-Weitwinkelkamera, die ähnlich zum Mate 20 Bilder mit deutlich mehr Inhalt ablichten kann. Optisch stabilisiert ist diese nicht, da es bei diesem großen Bildausschnitt nicht notwendig ist. Abschließend gibt es noch die TOF-Kamera, die durch ein sehr genaues Distanzmessverfahren noch bessere Porträtaufnahmen auf das Display zaubern soll. Dabei soll es nicht mehr harte Trennungen zwischen scharf und unscharf geben, sondern einen Verlauf, der deutlich näher an dem tatsächlich Sichtbaren liegt. Bei der Kamerasoftware gibt es einen neuen AI HDR Plus Modus, der einzelne Bildbestandteile besser analysiert und somit genau dort Licht ins Spiel bringt, wo es benötigt wird. AI spielt aber auch eine Rolle in Videos, da neben der optischen Stabilisierung auch eine AI-Stabilisierung vorhanden ist. Hinzu kommt ein Video-Zoom und bessere Lowlight-Performance. Was aktuell leider immer noch nicht möglich ist, sind 4K und 60 FPS.
Wenn man das Huawei P30 Pro als sehr gutes Kamerasmartphone mit guter Hardware betrachtet, dann dürft ihr hier gerne zugreifen, denn selbst Ende 2019 wird es sehr wahrscheinlich immer noch eine bestimmte Rolle in der Smartphone-Fotografie spielen. Dafür muss man aber Abstriche beim Display, bei der Gesichtsentsperrung und beim Lautsprechersystem hinnehmen. Unterm Strich liegt es also bei euch, welche Bestandteile eines Smartphones für euch am wichtigsten sind. Hinsichtlich Performance, Akkulaufzeit und Konnektivität müsst ihr euch aber keine Sorgen machen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Ersteindrucks vom Huawei P30 Pro. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar, was ihr von diesem neuen Kamerasmartphone aus dem Hause Huawei haltet. Und ja, schreibt es einfach in den Kommentarbereich. Würde mich freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.